Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, der Wayward, und das Replay startet nicht. Jetzt startet das Replay, aber wir befinden uns auf Lost Temple. Es ist ein Zerg gegen Zerg. Wir sind hier Pirate auf der rechten oberen Startposition gegen Rakgar, auch als Zerg auf der linken Startposition. Also wir haben Cross Position, obwohl das eine ziemliche T-lastige Map ist, haben wir hier zwei Zerg, also ein schönes Zerg Mirror Match, und wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Ja, worauf muss man hier achten? Auf Cross Position wird natürlich meistens die Fast Exe gespielt. Ja, werden wir dann einfach mal sehen. Hier gehen sie schön mit ihren Overlords gleich die Close Air Position abscouten, und danach wird eine Drohne, falls der Overlord nicht fündig wird, die Close Position abscouten, und dann ist ja klar, okay, zwei ausgeschlossen, bleibt nur noch die dritte. Natürlich sollte man das trotzdem dann abscouten, falls der Gegner doch irgendwas Komisches spielt. Hier sehen wir auch von Rakgar schon eine frühe Scouting-Drohne, und wie schon angemerkt, dort. Aber er wird den Overlord sehen, und hier drüben sieht er auch schon, ist nichts. Und jetzt sehen wir, gut, er hat's gefunden, also er hat gefunden, dass da nichts zu finden ist. Hier ist die nächste Scouting-Drohne von Pirate, und er wird dasselbe tun. Ja, der Extraktor auf Seiten von Pirate wird genommen bei 13, also nee, wahrscheinlich bei 14, weil ja noch eine draufgegangen ist. Wird er dann Gas vor Hedge spielen oder was? Dagegen sehen wir hier den Pool seitens von Rakgar. Der war ja dann auch, nee, die hat er dann einfach den Auftrag gegeben. Also hat er einen 14 Pool und einen 14er Extraktor gespielt. Also doch schon einen leichten Unterschied zu merken. Dafür steht jetzt hier auch der Brutschwein-Pool schon seitens Pirate. Er hat das Ganze etwas früher genommen, dadurch kann er natürlich früher das Speedling-Upgrade in Auftrag geben, weil er die 100 Gas dann einfach schneller hat. Hier hat Rakgar gerade einen kleinen Fehler gemacht, hat versucht, Pirates Drohne anzugreifen, ist dabei aber mit fast der gesamten Ego, oder wirklich der gesamten Ego rein. Vielleicht war es auch nur ein Doppelmissklick, also Doppelklick, den man nicht wollte. Ja, gute Scouting-Informationen jetzt beiderseits. Pirate lässt hier die Drohne stehen, um einfach zu sehen, ob sein Gegner eine frühe Exe nimmt oder nicht. Die Queen kommt auf beiden Seiten, und hier sehen wir den Unterschied. Pirate kann jetzt schon den Metabolismus-Schub in Auftrag geben. Dafür kommen die ersten Zerglinge schon seitens Rakgars. Und er wird dann auch gleich, um genau zu sein, eigentlich jetzt. Klick, 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 klick. Nee, er hat erst ein paar Zerglinge noch in Auftrag gegeben. Aber jetzt kommt das gute Stück. Der Metabolismus-Schub ist eigentlich immer Pflicht. Hier wird sich jetzt um die Drohne gekümmert. Somit ist die Scouting-Aktion seitens Pirate hier erstmal erledigt. Die Drohne wird sich hier wahrscheinlich jetzt zur Hatch genau formen, und diese Linge sollten sich langsam genau um dieses Ding kümmern, und da war es auch Geschichte. Gut, ich bin natürlich mal wieder nicht auf D&D. Hier sollte es auch anders sein. Es wäre ja auch gut gewesen, wenn man auf D&D vorher gestanden hätte. Sonst achte ich darauf immer, und man merkt so langsam, man fehlt. Okay, hier haben wir schön gesehen, Rakgar ist sehr schnell, was das Nachsprühen angeht. Seitens Pirate hier gerade ein leichtes Delay. Man muss wahrscheinlich gerade auch ein bisschen Geld warten, damit er die letzten Larven hier noch performen kann. Sammelt jetzt auch kein Gas mehr seitens des Extraktors, geht jetzt hier nur auf Minerals. Hat natürlich den Vorteil, dass man mit den mehr Minerals auch mehr machen kann. Zum Beispiel starken Zergling-Push, hat er natürlich dadurch noch viel Gas gesammelt, aber das ist ein gutes Gas, was man, bevor man wieder anfängt, richtig Gas zu sammeln, dann noch weiter nutzen kann. Rakgar macht es anders, er nimmt die Evo-Chamber und holt sich das Bodenpanzerungs-Upgrade, alias das 1-0er-Upgrade, und sammelt weiterhin Gas. Pusht hier ein paar Zerglinge, aber nicht so wirklich viele. Jetzt auch von ihm die Brutstätte. Okay, das Speedling-Upgrade ist natürlich auf beiden Seiten schon längst fertig. Hier Pirates schöne Hatchery ist jetzt auch fertig. Hier werden die ersten Kriechertumore gekackt, und der Overlord läuft ein bisschen rum. Und hier gibt es auch gleich ein paar Drohnen, die geslidet werden. Pirate sollte vielleicht, wenn er schon seine Armee hier hat, mal ein bisschen vorgucken, weil eine Armee, die rumsteht, macht nichts. Okay, jetzt kann er sich die Speedlinge greifen. Rakgar zieht sich natürlich zurück. Aber ich sage ja, lieber die Linge mal hier an den Watchtower ziehen,
damit man ein bisschen Map Control bekommt, weil zurzeit ist die Map Control seitens Ragar wirklich sehr gut. Da kommen jetzt auch die Linge vorgehen, aber nicht zum Watchtower. Das heißt, Ragar sieht das alles sehr genau. Oh, und da läuft er an denen vorbei. Hat er natürlich jetzt Angst. Aber es ist nur einer. Hier die Queen, Mister. Okay, hier kommt gerade was nach und außerdem ist die Queen hier da. Gut, also die Linge sollten jetzt kein Problem mehr sein. Wie reagiert Ragar? Er hat seine Echse jetzt auch schon durchgebracht. Ja. Schabenhöhle, ja, hat er gerade irgendwas abgebrochen. Das habe ich leider nicht gesehen. Aber die Schabenhöhle kommt von ihm. Also auf jeden Fall schon mal gut. Die Ovis parken hier ein bisschen rum. Pirate holt sich die Sicht durch diesen Overlord. Aber Ragar hat hier einen Overlord postiert, der natürlich richtig gut ist. So, Kriechertumore werden langsam verbunden, damit die Bases und vor allem die Choke auch gut verbunden sind. Ja, zweimal verbunden. Ein bisschen fail. Und, wer es schon gesehen hat, Schüssling alias Spire kommt. Aber ob der durchkommt, werden wir hier sehen. Hier kommen jetzt einiges an Lingen. Hier stehen natürlich auch einige Lingen dabei. Da werden wir jetzt sehen, wer da gewinnt. Oh, Ragar schafft hier den Surround nahe nur zur Hälfte. Die Linge schön aufgesplittet. Müssen sich. Oh, da verliert er einiges. Da muss jetzt Pirate aufpassen. Das wird knapp, aber ich glaube, der Pirate kriegt das hin. Ja, genau. Ah, hat Ragar zu viel geschickt. Ja, sollte Pirate jetzt mal ein bisschen weiter besprühen und dann auch mal entgegengehen. Nicht nur die Linge von Seiten seines Gegners zerstören, weil hier kommen einfach ganz stumpf Linge nachgepumpt. Da sollte natürlich Ragar jetzt auch mal ein bisschen mehr nachpumpen. Wir gucken mal in das Income-Tab, während hier jetzt der zweite Fight beginnt, den Pirate durch mehr Linge wahrscheinlich für sich entscheiden sollte. Pirate zieht die Queen dazu. Sehr gutes Ding dabei und ja. Also wird die Queen entweder hier was kacken oder nö, sie geht einfach nur wieder zurück. Dann halt nicht. So. Pirate ist etwas im Vorteil mit drei Workern und pumpt aber auch mehr Gas. Ist ja auch verständlich. Er hat ja jetzt den Spire draußen. Kann man gleich ins Income-Tab schauen. Nein, er hat noch keinen Mutalisken im Bau. Er sollte sich auch lieber, wenn er jetzt wirklich die Muten spielen möchte, sollte er dieses Vespin-Gas hier schleunigst erschließen. Weil Mutalisken kosten halt 100 Gas. Und Minerals kriegt man bekanntlich mehr als Muten. Auf der Seite von Ragar sehen wir dafür jetzt den Schritt zum 1-1er Upgrade und der Bau wird jetzt auch endlich angegangen. Hier kommt wieder Marslinge und er versucht wieder mehr zu haben und diesmal hat Pirate wirklich den Nachteil, er hat weniger Linge, aber dafür hat er schon 4 Muten am Start und da zieht sich Ragar auch gleich zurück. Nein, er geht doch noch drauf, er versucht jetzt die Dinge auseinanderzunehmen. Nein, geht vielleicht auf die Queen kriegt nur ein paar Hits ab, aber der Rest, der fightet lieber hier vorne. Er wird jetzt zwar die Dinge zerstören, aber die Mutalisten kommen da natürlich nicht ran. Da geht er in die Mainbase, da muss er natürlich jetzt eher aufpassen, müsste er vielleicht den bisschen blocken. Da geht er jetzt ran, oh mein Gott, gutes Around, aber da wird er einiges verlieren, aber natürlich auch einiges an Drohnen. Ja, da hätte vielleicht ein kleiner Dings doch getan. Da sehen wir mal, die Mutalisken sind zwar stark, aber gegen Linge, das dauert halt bis. Sie können sie halt nicht blocken. Er braucht Pirate dringend noch irgendwas anderes und er sollte mehr darauf aufpassen, dass er mehr, genau, draufkackt und wieder die Drohnenproduktion in Angriff nimmt. Trotz des Harassments ist Piraten noch vorne im Worker-Count. Hier liegen jetzt die Stachelkrabbe, die zur Verteidigung geschaffen worden. Hier ist nur ein Mutalisk, die anderen Muten. Keine Ahnung, wo die sind. Pirate. Oh, da verlierte die Queen. Das war natürlich schlecht. Extrem schlecht. Hä? Wo hat er die restlichen Mutas hin? Bin ich doof? Ah, hier sind die Muten. Ja, die gehen jetzt ein bisschen stressen. Das ist natürlich das Beste. Ragar hat aber schon längst reagiert, hat überall noch eine Queen dran gesetzt und hat hier auch schon einen Spornkrabbler gemacht. Aber hier, Pirate macht's richtig. Er geht erstmal auf die Overlords. Natürlich reicht das noch längst nicht aus, um ihn in den Supply Block zu treiben. Schönes Micro zieht den einen hier zurück. Da passt Ragar gar nicht auf und verliert die Queen. Und auch die zweite Queen gleich. Und hier kommen nur Ovis. Ist der Tech. Ah, gut. Hier ist der Tech schon gelaufen. Also kommen jetzt. Er baut aber keine. Dann muss er schon welche bauen. Gut, er zieht die nächste Queen hoch. Die Schabenhöhle wird dann gleich das Zeitliche segnen. Aber er hat zurzeit keine Minerals. Ja, die Ovis, die fressen sich natürlich dann doch schon stark rein. Er wird die nächste Queen verlieren. Nee, da geht Pirate zurück. Will unbedingt die Schabenhöhle kriegen. Hydralisken sind jetzt im Bau. Hier kommt die Queen und eine schöne Transfusion dabei. Das sah sehr gut aus. Die müssen sie jetzt nur noch weghalten. Gut, jetzt kommen hier einiges an Hydras. Hier kommt jetzt schon die nächste Queen. Das ist wunderschön. Aber er lässt sich zu sehr stressen. Wie wir sehen, er hat die Schabenhöhle verloren. Also
Pirata zurzeit stark im Vorteil. Wir gucken mal auf das APM-Tab und wir sehen, es ist recht ausgeglichen. Beide gumpeln so um die 80 herum. Pirata gerade etwas mehr, vielleicht hat der andere auch mehr am Anfang gespammt. Wer weiß das schon wirklich? Das Problem ist, Pirata vernachlässigt jetzt stark seine Bodenarmee. Er hat viel Overmans, dann muss er entweder jetzt einfach mal neu exen, noch eine Hedge in die Mitte setzen, weil exen bringt ihm ja gleichzeitig mehr Gas, gleich mehr Muten. Und ja, da muss er echt aufpassen, dass er da nicht allzu viel verliert, weil man kann sich ja auch einfach machen, ganz viel Linge und sonst was pumpen und einfach drauf kacken, dass die Mutas da in seiner eigenen Base ein bisschen rumwirtschaften, weil sie sind zwar gut gegen bestimmte Units, aber man gewinnt damit kein Spiel. Man braucht da immer noch andere. Jetzt macht's Pirata richtig, er holt sich langsam die Watchtower, mit seinem Gegner nichts mehr von der... Ah, als hätte Pirata mich gehört. Es ist natürlich nur ein Replay, also kann er mich natürlich nicht gehört haben. Wir sehen, er investiert einiges in Zergling, um dann einfach damit noch drüber zu rennen. Der eine Mutalisk wird hier ein bisschen beschossen. Hier ist leider jetzt aber auch noch ein Sprungkrabbler. Da sollte er aufpassen, dass er keine Mutalisken verliert, weil das ist das Wichtigste. Du darfst nicht zu viel verlieren, weil sonst pumpst du nur sinnlos nach und du kommst nicht auf eine gescheite Größe. So, die Hydralisken sind natürlich jetzt da. Da muss sich Pirate sehr gut vorsehen, dass er da nicht aus Versehen mal reinrennt. Ragar sollte jetzt hier einfach genau ein paar Kriechertumore adden, damit seine Hydras auch hier schnell genug sind. Da geht er wieder auf den Extraktor. Achtung, die Hydras sind direkt hinter dir. Gut. Nur einen wieder angesoftet. Das ist alles sehr gut. Creepspreading in der Zeit. Und er sollte vielleicht die Linge zumindest zum Watchtower vorziehen. Parkt seine ganzen Overlords da hinten. Ist auch recht gut. Wir sehen hier das Stachelprofil. Eigentlich das Must-Have-Update, wenn man auf Hydras geht, weil das die Range, die braucht man einfach. Und jetzt kommt es genau das, was ich meine. Er hat jetzt hier zwar viele Hydras, aber er muss sich gegen die Muten erstmal verteidigen. Und da kommen jetzt diese Marslinge und die hauen natürlich jetzt gut rein. Da muss er schon mit allen reingehen. Ja, und da werden die beiden Queens down gehen, aber jetzt sind die Hydras auch da. Jetzt muss er die Muten schon dazu ziehen, weil die kümmern sich hier gerade wunderschön, aber die können sich hier nicht gut surrounded werden. Aber ich glaube, das reicht. Das sind einfach zu viele Linge, zu wenig Hydras. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon gewesen. Jetzt sind sie in der Mainbase, gehen hier ein bisschen die Eco an. Hier hat die Eco ausgereicht. Er muss dazu die Muten ziehen. Und da den Sporenkrabbel einfach so zerstören. Na komm. Oh, das sieht gelaufen aus. Ragar versucht jetzt nochmal mit insgesamt 12 Hydras und ein Baneling Nest dazu. Aber er verliert hier so viel Eco. Das ist so böse, was da kommt. Und da Waypoint ein bisschen gefailt. Ah, komm, T-Click brauchst du da, genau. Jetzt geht's natürlich dem Mutas an den Sack, da wird er einiges an Muten verlieren. Oh mein Gott, das war jetzt nicht unbedingt prickelnd, aber er hat so viel verloren. Und hier fällt jetzt auch noch die letzte Drohne. Und hier kommen noch mehr Linge, also er hat jetzt Income wirklich, halt, falsches, Income wirklich null. Und da lief er. Ganz einfach. Ja, Fehler gemacht. Keine Linge. Linge brauchst du immer eigentlich als Zerg. Oder irgendein anderes, was blockt. Das Baneling Nest kam viel zu spät, der Switch. Er hat hier so viele Linge reingesetzt und einfach gehofft, dass er durchkommt. Dann kamen die Mutalisken. Da hat er richtig reagiert, indem er den Hydra-Bau gesetzt hat. Es ist ja schön und gut. Aber dann, erstens, Creep-Spreading hier oben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Die Creep-Tumore beschützen, damit hier alles voll geschnoddert ist, damit du auch hinter diesen Mutalisken herkommst. Die Mutas haben so viel gestresst, dass Ragar gar nichts anderes machen konnte, als sich nur mit den Mutalisken zu beschäftigen. Und dann hat Pirata genau das Richtige gemacht. Er hätte ja natürlich auch exen können. Aber er ist dann einfach mit Marslingen, die er nebenbei ja produzieren kann, weil, schaut euch die Overmans an, die sind dann ganz normal irgendwann. Was ich ihm noch empfohlen hätte, hier, Vespingeysira erschließen. Zur Not noch eine Inbase-Hedge setzen. So viel Manuals, so viel Overmans als Zerg zu haben, ist ungut. Er hat Draga irgendwie nicht so wirklich ein gutes Spiel geleistet. Auch Creepspreading insgesamt, er hat hier einen Kriechertumor noch, der nichts macht. Er hat lieber Overlords produziert, obwohl er noch nicht supply-blocked war, als irgendwelche Linge oder die Hydras, Quark, die Mutas in seiner Base waren. Das dürft ihr dann einfach nicht machen in dem Moment. Ihr müsst euch mit dem Druck, also ihr müsst den Druck begegnen, dem Druck. Weil sonst, der andere Zerg kann natürlich fröhlich locker weiterpumpen. Ihr wisst selbst, wie das als Zerg ist. Im Zerg Mirror, da ist es natürlich immer etwas schwieriger.
Ja, hätte ich mir jetzt lieber das Banding Nest vorher gewünscht, hätte Pirata wahrscheinlich doch schon arge Probleme am Ende, am Anfang bekommen, als hier der Fight war mit dem Marsling. Aber sobald hier die Stachelkrabbler dann standen und immer hier ein paar Linge geparkt waren, da kam dann einfach nichts mehr rein. Ja, er hat gleichzeitig die Schabenhöhle gebaut, hat sie aber nicht genutzt. Das ist alles sowas. Ragar hat. Ragar. Ragar. Ach, meine Güte, kein R dahinter. Klemm. Hat an sich gut gespielt. Kam aber mit dem Druck nicht klar. Das Stressen der Mutalisken, darauf kam er nicht klar. Schade drum, aber Besseres für Pirata. GZ dann an dich und ja, ich bedanke mich. Noch ein kleines Announcement hier. Ich werde jetzt ein paar Pro-Replays demnächst casten. Ich habe einige zugesandt bekommen von diversen Dingen. Aber hier sehen wir. Pirata hat es eingesehen. Er möchte jetzt Echsen. Das heißt aber, die Echsen haben ja schon das Geld quasi in Beschlag genommen. Bedeutet, er hat ja noch mehr Overmints gehabt. Also darauf müsst ihr aufpassen. Viele Overmints ist immer tot für euch. Gut, aber so viel zum Announcement. Ja, wir sehen uns demnächst. Ich bin Wayward und ich bin raus.